So, wir kommen zurück zu unserem Interview mit Stefanie Andersen, einer ganz lieben Hochzeitsfotografin hier aus Düsseldorf. Und wir möchten heute die Frage klären, wie läuft das zeitlich bei dir eigentlich ab? Also wann sollte man vor der Hochzeit zu dir kommen? Wann muss man dich buchen oder anfragen? Wann ist früh genug, aber nicht zu früh? Wie macht man das Ganze? Das kommt auf ein paar kleine Faktoren an. Zum einen, ob man natürlich in der Hauptsaison heiratet und am Wochenende oder in der Nebensaison oder halt vielleicht auch unter der Woche. Weil unter der Woche, auch in der Hauptsaison, ist eher mal ein Termin frei als am 18.18. wird es ein bisschen knapp. Ja, dann hat man es verpennt, glaube ich. Nee, am 18.18. Ja, oder so. Dieses Top-Daten. Letztes Jahr oder auch dieses Jahr ganz begehrt 19.09. Auch vor allem hier in der Region. Mhm. Wusste ich auch nicht, aber das ist Gründungsjahr von Borussia Dortmund. Fußballfans, also wer jetzt noch buchen will, ist, glaube ich, für einen richtig guten Fotografen too late. Welches Datum? 19.09.2019. Und 2020 ist halt an einem Samstag. Ah, okay. Jetzt verstehe ich. Genau. Das okay, ist also halt berühmte Daten sind schwierig. Und so Daten, die sich, kein Klischee, Männer gut merken können. 19.09., 8.08. Ja, okay. Sehr beliebt. Genau, also das macht es natürlich abhängig. Da bin ich zwischen 1 und 2 Jahren im Voraus ausgebucht. Meistens, ja. Also man soll es immer probieren, wenn ihr mich buchen wollt. Schreibt mich an, vielleicht habt ihr Glück. Aber ansonsten, ja, dreiviertel Jahr vorher schon. Mhm. In der Nebensaison kann man auch mal spontan, zum Beispiel... Ich sag jetzt mal die normale Sommerhochzeit, wo jetzt die meisten Leute heiraten wollen. Ich möchte jetzt im Sommer heiraten. Ich melde mich ungefähr ein Jahr vorher bei dir. Auf jeden Fall ein Jahr vorher. Okay. Man weiß ja jetzt nie, kann ja auch sein, dass jemand schon vor 2 Jahren das Datum reserviert hat, aber so ein Jahr ist eigentlich schon ein guter zeitlicher Puffer. So. Und ja, man natürlich alles danach kann man probieren, aber... Ja, kann halt sein, dass der Termin schon weg ist. Okay. Also es geht auch, wie gesagt, spontan. Ich habe am Dienstag Anruf bekommen, wir heiraten spontan am Freitag, kannst du kommen? Kein Problem. Ja, wir haben frei. Ja. Also das geht alles, aber wenn es wirklich um die große Hochzeit an einem Samstag im Sommer und so weiter, sicher zu gehen, dann muss man ja, weil sonst sind auch meine Kollegen alle ausgebucht und dann kriegt man halt den Rest. Ja, so, klar, sicher. Das ist so. Ja, und dann muss man sich halt natürlich auch überlegen, möchte man keine simplen Einladungen, ich nenne es jetzt simpel, das ist aber eigentlich nicht fair für die Papeterie, wenn man eine hat oder die Mühe, die man sich mit Einladungskarten macht, ob da jetzt ein Bild drauf ist oder nicht, ist ja, heißt ja nicht, dass die simpler sind deswegen. Mhm. Ne? Aber ob man eine Einladungskarte mit einem Bild haben möchte oder nicht, das heißt, möchte ich ein Verlobungsshooting machen oder nicht. Ich brauche jetzt nicht ewig lang für ein Verlobungsshooting zum Bearbeiten und so weiter und normalerweise reichen ja auch 2, 3, 4 Bilder, die ich auch schon vorab schicken kann, damit man das in Druck geben kann. Aber man sollte halt schon bedenken, man kann seine Gäste nicht 2 Monate vorher einladen. Kann man schon, aber man muss dann in Kauf nehmen, dass die Hälfte halt nicht kann. Ne? Ja, das geht nicht. So. Ja. Und deswegen sollte man da auf jeden Fall Zeit einplanen, weil ich brauche zwar nicht so lange, aber wir brauchen auch einen Termin mit am besten schönem Wetter oder wenigstens bewölkt. Weil bei dem Verlobungsshooting ist man halt noch flexibel, was Zeitauswahl anbelangt und Datum und so weiter und auch Wetter, dass man sagen kann, wenn es heute regnet, ach komm, lass uns das doch noch mal ein paar Tage schieben. Aber dass man da nicht in die Bredouille kommt. Und ja, ansonsten, genau, dann eben die Reportage. Mhm. Was da vielleicht noch wichtig ist, ich kann gerne auch ein Brautpaarbild oder 2, 3 vorweg fertig machen nach der Hochzeit für die Dankeskarten. Wenn man sagt, ich möchte nicht, auch immer eine gute Idee. Genau. Wenn man sagt, ich möchte nicht warten, ich möchte die gleich rausschicken, dann kann man das machen. Wie lange wartet man so im Allgemeinen?
In meinem Shooting-Vertrag steht 8 Wochen, aber das geht ja. Ja, es geht, aber ich habe auch noch nie 8 Wochen gebraucht. Also eigentlich bin ich schneller. Es könnte ein bisschen Rückstau geben, wenn es wirklich... Gut, Hochsaison, ne? Jeden Samstag, vielleicht noch einen Sonntag dazu oder dann noch was in der Woche. Es muss halt alles fertig werden, ne? Genau. Deswegen, also da kann es ein bisschen Rückstau geben, aber normalerweise brauche ich keine 8 Wochen für. Okay. Was ich jetzt eine coole Idee finde, anstelle, dass man sofort die Dankeskarten raushaut, man muss ja nicht bis Weihnachten warten, obwohl das einige Brautpaare jetzt von mir tatsächlich gemacht haben. Echt? Bis Weihnachten? Mhm. Die haben jetzt im August und September geheiratet, 2 tatsächlich, die es so gemacht haben und jetzt als Weihnachtskarte rausgeschickt. Ah, okay. Und die haben, bei mir gibt es unter anderem dann auch eine Online-Galerie für die Gäste. Da graue ich zum Beispiel Sachen wie Getting Ready aus, weil ich finde, das ist super persönlich. Und nicht jeder möchte quasi seine Getting Ready Bilder allen Gästen zeigen. Ich meine, ich mache jetzt keine Aktfotos, aber du weißt, was ich meine, ist persönlich so. Ne? Und da gibt es einen extra Gastlink und den drucken die auf die Dankeskarte. Da muss man natürlich auf mich warten. Das ist klar. Ach so. Aber so vermeidet man natürlich, dass man allen Gästen nochmal eine E-Mail schicken muss. Hier, guck mal, oder WhatsApp gucken. Wir vergessen. Genau, und so hat man das auf der Dankeskarte, es kommt super gut an, weil jeder Gast, also ich war jetzt dieses Jahr zum allerersten Mal selber auf einer Hochzeit als Gast und ich habe mich so gefreut über den Link hinterher, weil ich bin ja nie drauf, ne? Also so Fotograf, du bist nie, nicht, dass ich gerne vor der Kamera wäre, aber... Das ist ein ganz anderes Feeling, ne? Ja, aber auch mal ein hübsches Bild zu haben, ja. Kann man denn, also kannst du... dann gut abschalten? Nein. Tatsächlich ist es so, ich werde immer gefragt, ob ich kannst generell, du? Ich, wie ich denn das Kleid bewerte. So. Du kommst mit Schildchen. Nee, ne, ob ich finde, dass das schön ist oder nicht. Als wäre meine Meinung jetzt ausschlaggebend. Und ich bin da tatsächlich so, dass ich sage, ich werte nicht. Klar, ich habe wie jeder normale Mensch meine Meinung zu diesem Kleid, dass ich sage, ich finde es schön oder weniger schön, so wie jeder, ne, so. Aber nicht die fachmännische Bewertung, dass ich sage, geht gar nicht oder dieses oder jenes oder betrachte das aus einem anderen Augenwinkel. Weil ich immer mir dann die Person angucke, die da drin steckt und du siehst ja, ist sie glücklich mit ihrer Wahl oder nicht. Und es gibt Dinge, die sind total schön, ich würde sie vielleicht nicht anziehen, weil sie einfach zu mir nicht passen würden, aber zu dieser Person schon. Und es liegt ja nicht an mir, dann das zu bewerten oder zu sagen, das Kleid ist nicht schön oder ist schön. Ne? Weil ich habe da ja nicht das Sagen, weißt du, oder setze dann mein Okay da drauf. Das ist nicht meine Aufgabe und das würde ich mich auch im Leben nicht wagen. Ne? Und deswegen kann ich in dem Sinne schon... abschalten, wenn ich sehe, die Person ist glücklich mit ihrer Wahl, hat sie doch genau das Richtige gemacht. Ja, würde ich auch so sehen. Bei mir ist es anders, aus dem einfachen Grund, dass du zu dem Zeitpunkt der Hochzeit selber ja quasi abgeschlossen hast. Ne? Das stimmt. Bei mir geht es ja aber dann so richtig erst los. Mhm. Und dann sehe ich halt die Details, die vielen schönen Deko-Elemente oder eine tolle Papeterie, schöne Blumen, die schöne Braut und der tolle Bräutigam dazu und vielleicht auch eine ganz tolle Kirche oder wie auch immer. Ich sehe das dann und dann geht mir so das Herz auf und denke mir so, oh nein, doch jetzt auch. Jetzt geh doch mal dahin. Ich möchte auch, bitte. Es geht mir nicht darum, dass der andere mich fotografiert, aber ich möchte auch. Ist schwierig, ne? Ich glaube, man muss dann aber auch, wenn man als Gast da ist, man möchte ja dann auch seine Gastgeber nicht vor den Kopf stoßen, ne? Ja, es gibt ja einen Grund, warum sie dich nicht als Hochzeitsfotografin eingeladen haben, sondern als Gast. Weil sie wahrscheinlich nicht möchten, dass du an dem Tag arbeitest, sondern vor Ort bist. Richtig. Als Privatperson. Ne? Richtig, tatsächlich war das so, eine Freundin hat mich, also da habe ich als Hochzeitsgeschenk tatsächlich das Standesamt fotografiert, aber die große Hochzeit durfte ich nicht. Mhm. Aber mir ist es sehr schwer gefallen, in dem Fall tatsächlich aus dem Grund, weil ich niemand gekannt habe. Das ist schwierig dann für mich. Weil ich, wenn du niemanden kennst, dann sitzt du halt so ein bisschen, ne? Ja, okay, klar. Aber das fand ich dann okay. Wenn ich dann Leute kenne, ist dann auch wieder anders. Aber ja, mich juckt es schon im Finger. Ich muss ehrlich sagen, weil ich gehe da dann so auf, ich bin
mein Freund, der kann mich auch nicht ansprechen, wenn ich fotografiere oder wenn ich Bilder retuschiere, ne? Der kommt nach Hause und seiner Meinung nach ist er total laut und Tür klatscht zu und rumst und macht und tut. Und dann kommt er aber zu mir rein und ich bin hier so total konzentriert am Retuschieren, vielleicht noch Ohrstöpsel drin, noch ein bisschen Musik. Und dann gibt er mir einen Kuss von hinten und ich, oh Gott, ich kriege einen Herzinfarkt. Ja, richtig Ball. In deinem Element. Ja, und das passiert mir sonst sehr, sehr wenig. Ich bin eher so ein bisschen quirlig und sehr so, so, kennst du ab durch die Hecke? Ja. Ja, dieses Eichhörnchen, das bin ich. Und, aber da nicht. Und so geht es mir mit dem Fotografieren. Und ich gehe da einfach auf. Deswegen, ich bin auch kein Partymensch. Ich brauche das nicht. Ich bin gern Partymensch, wenn ich die Kamera dann habe, dann mache ich da auch mit. Mhm. Aber ich fotografiere einfach zu gern. Ja, okay, also wir sind jetzt wieder vom Thema komplett abgeschweift. Es ging um den zeitlichen Ablauf. Macht ja nichts. Um das Ganze nochmal festzuhalten, ein Jahr im Schnitt vor der Hochzeit ist ein guter Zeitpunkt, um sich mit dir in Verbindung zu setzen. Wenn es passt vom Datum her, trifft man sich erstmal persönlich oder, also wenn das Paar hier aus der Umgebung kommt. Ja, oder wenn wenigstens ist es Skype. Ja, Skype und telefoniert, so, dass man sich einfach mal zusammensetzt, sich kurz kennenlernt, genau, ne? Ja. Bisschen schnackt, ob es menschlich auch passt. Ja. Und dann, dass das Brautpaar dir erzählt, was so die Vorstellungen sind. Genau. Und dann kannst du denen Auskunft darüber geben, Preise, Ablauf, ne, was zu beachten ist. Und dann entscheidet man sich für ein Verlobungsshooting oder nicht. Ja, das kann man quasi dazu buchen. Ja, so, genau. Das ist ja dein Angebot. Ja. Ne? So, genau. Reportage, Verlobungsshooting oder Standesamt. Oder man sagt, ich möchte gerne alles. Ich möchte, dass du das Standesamt mitmachst, die freie Trauung, noch ein Verlobungsshooting. After-Wedding-Shooting. After-Wedding-Shooting, wenn wir schon mal dabei sind, pack mit rein. In den Flitterwochen fliege ich mit, genau. Und das Fotobuch auch. Also ich mache auch Fotobücher, das wissen viele gar nicht. Jetzt mal hier ganz kurz noch kurz. Ja, nee, aber das Ding ist, ich kenne das ja selber, man traut sich nicht so, weil man möchte gar nicht so offensichtlich Werbung machen in dem Sinne. Ja. Aber du musst ja schon sagen, was du anbietest, weil die Leute wissen es ja nicht, wenn du es nicht sagst. Genau. Ja? Also deswegen kann man darüber ja sprechen und sagen, hey, ihr müsst es nicht buchen, aber hey, ihr habt diese und jene Möglichkeit, der eine möchte es, der andere braucht es nicht. Ja, deswegen mache ich auch keine Pakete. Kommt ein Fotobuch mit rein, kommt keins mit rein, das möchte nicht jeder, entscheidet doch bitte selber, ihr seid doch selber groß. Mhm. Das ist so ein bisschen meine Philosophie und ich entwerfe Fotobücher, das sind sehr, sehr hochwertige Fotobücher, die eben ein ganz normaler Otto-Normalverbraucher sich so nicht erstellen kann, weil sie eben auch mit dem Hersteller, mit dem ich arbeite, sehr hochwertig sind. Ja? Die kosten schon per se im Einkauf viel und dafür hat man sie aber auch immer mit einem ganz, ganz tollen Leineinband und einer super tollen Holzbox mit Leineinband. Oh, schön. Die sind wahnsinnig, die sind so groß, also gibt es auch ein bisschen kleiner, aber die sind wirklich normalerweise, wenn man es schön groß haben will, 25 auf 25 oder 30 auf 30 mit so ganz dicken Seiten. Ich hatte erst Angst, dass es so ein Kinderbuchartig wird. Ja. Ist es gar nicht. Und der Druck, das ist ein ganz, ganz toller Druck. Die Farben kommen super raus. Wenn man das mit so einem CW-Fotobuch, kein Vergleich, kein Vergleich, ist halt was wirklich, was für immer, was super hochwertiges. Und da habe ich immer Freude dran, wenn ich welche. Ich habe gerade heute Morgen noch welche gelayoutet. Es macht riesig Spaß, wenn man dann wirklich dann seine Geschichte, also quasi eure Liebesgeschichte, quasi nochmal verpackt in die Highlights und dann layoutet und dann nochmal quasi erzählt und Revue passieren lässt. Finde ich deshalb schön, weil ich weiß, jemand guckt da nochmal rein. Das vergammelt nicht auf der Festplatte. Ich freue mich auch immer, wenn dann mir Paare Bilder schicken. Guck mal die Galerie da im Flur. Ne, und dann hängen da Bilder von mir, da denke ich, oh, geil. Ja. Also, man merkt ja schon, dass du sehr viel Wert auf Qualität legst und auch auf Details. Ja. Ne, dass es halt auch zum jeweiligen Brautpaar passt. Ja. Und dass es halt sehr persönlich ist, das finde ich immer sehr schön. Ne, dass man da nicht so, weiß nicht, du buchst eine Dienstleistung, du kriegst dein Ergebnis, du bezahlst und bist weg vom Fenster. Ne, sondern. Ja. So, es entsteht auch immer eine emotionale Bindung und dass das Brautpaar sich auch in deinen Arbeiten wiederfinden kann. Und dass du halt auch sehr viel Herzblut in dein Angebot steckst, sag ich mal. Das merkt man. Genau, das ist mir wichtig, weil das sind Dinge,
die haben einen Wert, die haben einen Aufwand, die kosten auch ein Geld. Mhm. Ja. Aber es ist halt wirklich, hoffentlich, einmal im Leben und es ist was für immer. Und deswegen ist es mir auch wichtig, dass das Brautpaar einfach happy ist mit dem, mhm, was sie bekommt und wirklich sich wohlfühlt, ja, und wiederfindet. Ja, sehr schön. Ja, genau. Finde ich toll. Eine Frage habe ich noch. Wir haben jetzt Januar 2020. Unfassbar. Wenn ich dieses Jahr heirate noch und ich habe noch keinen Fotografen, bin ich dann bei dir zu spät dran? Hast du noch Verfügbarkeiten? Kann man dich noch buchen? Oder? Ich habe noch einzelne Termine tatsächlich frei. Okay. Auch ein bisschen dem geschuldet, dass ich ja jetzt mit meinem Schatzi zusammengezogen bin, Frühjahr letzten Jahres. Und ich hier noch nicht so bekannt bin. Aber ich bin tatsächlich, also es läuft auch hier sehr gut. Mhm. Und, also müsste man sich schon zügig dann mit dir in Verbindung setzen. Es ist nichts unmöglich, aber es sind noch Termine frei, nur langsam wird es auch knapp. Ja, also jetzt auch gerade nach Weihnachten, da waren sehr, sehr viele Anträge. Mhm. Habe ich viele Anfragen bekommen, also es füllt sich. Und aber einfach mal probieren, ja, wirklich. Und wie erreicht man dich am besten? Wie kann man dich kontaktieren oder buchen? Man kann einfach anrufen oder auf meine Webseite gehen. Mhm. Da ist ein super tolles Kontaktformular, da schreibt man einfach 2-3 Sätze über sich. Telefonnummer findet man auch. Homepage. Alles Homepage, überall. Google, genau. Mhm. www.stephanie-andersson.com. Ja, und das ist ja immer wichtig, ne, zu wissen, wo findet man dich? Also, ja, finde ich auch wichtig. Ne? Ja. Und wie gesagt, das Kontaktformular ist super. Man schreibt einfach 2-3 Sätze über sich, was man sich vorstellt. Weil nur so kann ich auch wissen, was ihr braucht. Und setze mich dann auch direkt mit euch in Verbindung. Ich lasse die Paare eigentlich nicht länger als 24 Stunden warten. Mhm. Das ist auch gut. Ansonsten, wie gesagt, Social Media, Instagram, Facebook, YouTube, bin ich überall vertreten. Finden wir mich auch. Cool. Also, wisst ihr Bescheid, falls ihr dieses Jahr noch heiratet und noch einen Hochzeitsfotografen sucht. Ja. Meldet euch schnell. Langsam wird es knapp, aber es ist noch nicht unmöglich. Dann sage ich vielen Dank für deine Antworten. Es war sehr interessant. Ich danke für die Einladung. Und bis zum nächsten Mal.